Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hier ist Adolf der Schandmaul. Mit wovon sprechen wir? Sprechen wir von Dudelsäcke kaufen. Ja, erst einmal, um Dudelsäcke zu kaufen, muss man wissen, was es für Dudelsäcke gibt. Da haben wir in Schottland mal die Highland Pipe und die Lowland Pipe und dann die Ullian Pipe in Irland und dann haben wir das Binho in der Bretagne und dann haben wir in Schweden die Säckpieper, Gaita Gallega in Spanien und so weiter und so fort. Bei uns in der Gegend zum Beispiel in Österreich den böhmischen Bock, das Hümmelchen. Wir haben natürlich auch rumänische Dudelsäcke. Man könnte das jetzt natürlich noch ziemlich lang fortsetzen, weil wir zum Beispiel haben noch die ganzen französischen Dudelsäcke nicht besprochen. Aber ich will das jetzt mal beiseite lassen, sondern jetzt darauf eingehen, dass es verschiedene Griffarten gibt. Wir haben eine offene Griffweise, eine geschlossene Griffweise und eine halboffene Griffweise. Wobei man sagen muss, dass natürlich bei der offenen Griffweise noch unterschieden wird zwischen der deutschen Griffweise und der barocken Griffweise, weil barocke Griffweise hin und wieder auch vorkommen, zum Beispiel bei Hümmelchen. Also solltet ihr auf jeden Fall immer mal euren Dudelsackbauer fragen, welche Griffweise das Gerät auch hat, wenn ihr euch denn eins bestellen wollt. Normalerweise, wo kauft man Dudelsäcke? Bei dem Hersteller. Es gibt Dudelsackbauer, da fragt man nach. Die haben eine gewisse Bauzeit. Die tendiert zwischen, oh, wir haben es auf Lager, wenn es Standardsäcke sind, die einfach viel verkauft werden, bis hin zu, ja, da haben sie halt mal 2 Jahre Wartezeit. Wenn der Dudelsackbauer sehr, sehr gut ist, alles selber baut und einfach viele Aufträge hat. Ja, dann ist die Frage, was will man für eine Musik machen? Weil nämlich, will ich Rock'n'Roll machen, ist vielleicht ein Hümmelchen nicht unbedingt genau das Richtige. Will ich auf dem Mittelaltermarkt Mittelaltermusik spielen, dann ist der schottische Dudelsack nicht dafür geeignet. Will ich wunderbare schottische Lieder spielen, dann kann ich mit dem mittelalterlichen Marktsack im Regelfall auch einpacken gehen, weil die Stimmung nicht passt. Da ist schon der nächste Punkt, wir müssen auf die Stimmung achten. Weil nämlich wir in der Regel die Mittelaltermarktsäcke auf A-Moll haben. Wenn ich einen Mittelaltermarktsack habe, den ich umstimmen kann, habe ich möglicherweise auch noch G-Dur zur Verfügung. Jetzt haben wir natürlich dann andere Dudelsäcke, die jetzt zum Beispiel in G-Moll spielen. Wir haben welche, die in C-Dur, D-Moll spielen. Wir haben welche in D-Dur, E-Moll und so weiter und so fort. Jetzt sollten die Dudelsäcke, wenn man in einer Band spielt, natürlich auch irgendwie zusammenpassen, beziehungsweise wenn ich einen Sänger habe, der sich auf der Gitarre begleitet und ich einen Dudelsack dazu spielen will, sollte die Tonart eben dazu passen, was der spielt. Oder er muss sich so weit verbiegen, dass er immer zu derselben Tonart spielt, die ich am Dudelsack habe. Einer der Gründe, warum ich zum Beispiel mehrere Dudelsäcke habe, ist, damit nicht immer alles in der Moll ist. Ja. Was ist jetzt mit gebrauchten Dudelsäcken? Gebrauchte Dudelsäcke würde ich auch zum Beispiel nicht unbedingt auf eBay kaufen, weil für mich eBay, ja, da kann ich jeden Schrott haben. Es ist übrigens auch so, gerade schottische Dudelsäcke haben das Problem, dass sie oft in Pakistan produziert wurden und schlecht sind. Also eigentlich Dekomaterial zum an die Wand hängen. Es werden natürlich in Pakistan auch gute Dudelsäcke gebaut, die man dann spielen soll. Wenn es zu billig wird, denkt dran, es könnte Schrott sein, ja? Also nicht denken, hu, Schnäppchen, sondern da klingelt was. Also gebrauchte Dudelsäcke, die man unter 400 Euro bekommt, sind eine Seltenheit. Das werden von diversen verstorbenen Dudelsackbauern gute Dudelsäcke mit Startgeboten von 900 Euro gehandelt. Also da kann ich mir auch schon fast einen neuen kaufen, einen großen. Es gibt auch neue, die jetzt zum Beispiel nur 400 Euro rum, 450 kosten. Das ist auch wieder abhängig davon, was für ein Dudelsack es ist. Und dann wiederum für Anfänger, bitte kauft euch keinen großen, mächtigen Marktsack von irgendeinem Produzenten, der zwar extrem laute Dudelsäcke baut, aber auch welche, die so hart zu spielen sind, wie ein schottischer Dudelsack, so eine Highland Pipe. Weil auch da habt ihr dann wenig Spaß, weil ihr müsst da irgendwann mal durch, dass ihr das Spielen lernt. Ich schlage immer vor, vorher Blockflöte lernen, damit man sich irgendwie mit den Fingern mal so ein bisschen beschäftigt, damit die nicht irgendwas machen und sich verknoten. Wenn ich dann erstmal einigermaßen mich nicht mehr auf das Spielen konzentrieren muss, sondern jetzt auf die Blastechnik und den Druck im Arm für den Sack, dann kann ich natürlich mit dem Dudelsack wirklich schnell Erfolge erzielen. Ich kann natürlich auch primär mit dem Dudelsack anfangen, dann bedenkt aber bitte, macht erst Übungen, wo ihr Druck halten lernt. Das fällt nicht so sehr auf, ob das der Druck schwankt, wenn ihr dann dazu spielt, sondern wirklich Ton halten und Druck geben.
reinblasen und der Druck soll konstant bleiben. Es sollte also nichts eiern und so weiter und so fort. Aber kauft euch, wie gesagt, eher Schülersäcke oder irgendwo von Dudelsackbauern, wo ihr wisst, die bauen leichtgängige Säcke. Solltet ihr das alles irgendwie nur von der Theorie her kennen oder aus irgendwelchen Foren, es gibt nämlich auch gute Dudelsackforen, wo man, oder Sackpfeifenforen, wo man sich also da mal informieren kann. Aber geht auf Mittelaltermärkten oder irgendwelchen Bordun-Seminaren oder sonst irgendwas, wo ihr Dudelsäcke ausprobieren könnt, mal zu den Leuten hin, die Dudelsäcke haben, und fragt danach, ob ihr es probieren dürft. So habe ich es am Anfang gemacht. Ich habe ein paar Jahre lang wirklich immer wieder mal einen Dudelsack ausprobiert und kannte da schon diverse Unterschiede. Und das hat mir danach später sehr geholfen. Also wie gesagt, redet mit Leuten, die Dudelsäcke spielen. Nehmt nicht jeden auf dem Mittelaltermarkt, der einen Amollsack hat. Manche von uns Marktsackpfeifern haben keine Ahnung von Dudelsäcken. Ich habe wenig Ahnung von Dudelsäcken und habe aber schon mehr Ahnung als viele Marktmusiker. Allerdings habt ihr natürlich auch bei den Marktmusikern Perlen, die mehr oder minder vor die Säue geworfen werden, weil sie einfach fantastische Dudelsackspieler sind und Marktnummern sind, geben wir es mal zu, eigentlich recht einfach gestrickt. Das sind dann die Leute, die auch auf französischen Dudelsäcken die wunderbarsten Tunes spielen in einer Geschwindigkeit und einer Virtuosität, wo man sich echt denkt, ein Dudelsackgott ist vom Himmel gefallen. Es gibt derer nicht allzu viele, ich gehöre leider nicht dazu, aber ich sage immer, bei mir, es reicht für den Hausgebrauch. Ja, zum Thema Dudelsack gibt es natürlich noch unendlich viel weiteres zu erzählen. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach unten in den Comments. Wenn ihr Kommentare habt, weil ihr vielleicht etwas besser wisst als ich, das kann immer passieren, bitte auch ab in die Comments. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr einen Daumen nach unten tun. Aber vergesst die Kritik in den Comments nicht. Aber natürlich könnt ihr die Kritik in den Comments natürlich auch hinterlassen, wenn ihr keinen Daumen nach unten gebt, was mich sehr freuen würde. Des Weiteren, wenn ihr abonnieren wollt, es gibt einen Abo-Button gleich unten unter diesem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne verabschiede ich mich, Arnulf das Schandmaul, over and out.